herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von ARK. Heute bin ich unterwegs, ein bisschen Eisen zu holen, beziehungsweise auch hauptsächlich, was mein Ziel war, Obsidian, Kristalle und halt das fertige Eisen. Rohs mitzunehmen ist mir zu schwer, also Metall. Ich habe hier zwei Quetzale mitgenommen. Einmal die Hermine und einmal den Hermann. Und wir haben jetzt vorher, haben wir hier auf so eine Platten hier gesetzt, zwei Schmelzen, die sind nicht mehr bestückt. Und hier, um selbstständig Spark Powder zu machen, was ja auch dadurch funktioniert, weil wir durch die Eisensammlung und hier auch normale Steine zum Klopfen haben, kriegen wir Flint und Stone, das gibt dann Spark Powder und dann konnte man die anheizen. Hier allerdings brauchen wir Gas. Der Industrieschmelze hier. Die haben auf Metall Foundations gesetzt. Die ist schon ganz schön beeindruckend. Und bestimmt auch sehr heiß. So. Hier haben wir auch ein kleines bisschen schon angesammelt an Metall. Ich sammle das jetzt hier auch immer wieder raus, sonst wird es irgendwann zu schwer. Dann muss ich immer so viel machen. Transportieren und so weiter. Ich kann zwar 200 schleppen, aber eben halt das ist das Maximum. So. Dann kann ich nämlich gerade noch so laufen. Ich bin auf dem Vulkan, wenn ihr gerade euch fragt, wo ich zum Henker bin. Und zwar liegt er auf der Karte dort, wo Mi steht. Darunter ist ja dieser Pinöppel da, wo meine Figur angezeigt wird. Mal ein bisschen ins Licht gehen. Wow. Bisschen zu viel Licht. So. Dort ist der... Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich habe die Karte komplett aufgedeckt. Cool. Das ist echt gut. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mit dem X-Hider haben wir dann mal hertransportiert, die ganzen Sachen hier. Wir haben die Industrieschmelze dort aufgebaut. Die wird mit Gas bzw. Benzin geheizt. Aufgeheizt und verarbeitet alles damit. Ich habe hier einmal den Hermann hingeparkt. Der steht hier irgendwie jetzt wirklich ein bisschen doof. Und wir haben einen Kilo hierher transportiert. Mit natürlich einem Sattel. Ist ja klar. Jetzt muss ich erstmal nur von dem da wegkommen. Solange der mich anguckt, funktioniert das nicht. Rüdiger, gib Gas. Yes! Wir sind freigekommen. Ja, die blockieren sich irgendwie immer gegenseitig. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Und der Ankylo eignet sich wunderbar, ja, um Metall zu bekommen. Hier, da, 13 Metall und 5 Steine nur. Das ist wunderbar. Und hier aus diesen normalen holen wir den Flint raus. Für das Spark Powder zum Beispiel. Aber das müssen wir Gott sei Dank nicht mehr. Und hier sind auch wunderschöne Kristalle. Ja, jetzt macht er den Stein nach vorne. Ja, war klar. Und dann gibt es hier noch die seltenen Pilze, diese Mushrooms. Die sind zum Beispiel wichtig, um ein Känguru zu tamen. So. Ich bin schon fast wieder zu schwer. Weil wir keinen Spark Powder mehr machen müssen, schmeiße ich die Steine weg, aber den Flint eben halt noch nicht. Weil wir haben noch ein paar Steine im Mörser drin. Die wollen ja auch noch verarbeitet werden. Dann nehmen wir das mal raus. Ist hier ein Kylo, der hört sich manchmal schlimmer an als ein Gigantosaurus. Das ist echt seltsam. Oh, nee, zu schwer. Oder? Jo. Ach doof, das kann ich jetzt nicht zurückpacken. Ach komm schon. Jetzt muss ich mal schnell hier alles... Ach. Hermine ist schon fast voll. Der werde ich nichts mehr weitergeben. Dann bekommt jetzt der Hermann... Oh, Hermann, du nervst. Ehrlich.
Ist mir so dermaßen auf die Nerven. Nur weil du eine Brille hast, musst du nicht so weit runterkommen, um zu gucken. Warte mal, wie weit ist der? Ja, der ist auch bald voll. Gut, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr holen, sondern einfach nur noch dafür sorgen, dass jetzt auf jeden Fall genug der die Schmelze da macht, damit wir das da fertig kriegen. Aber da hat er schon wieder 60 fertig, das ist der Wahnsinn. Ich bin auch nebenbei für die Vorbereitung für natürlich die Höhle. Das gehört ja alles mit dazu jetzt. Blutpacks am Machen. Das heißt, ich kriege Leben dazu, wenn ich die halt benutze. Und deswegen geht hier auch immer das Leben weg. Also man saugt sich erstmal das Leben sozusagen weg so. Und hat das dann hier. Und wenn es dann brenzlig wird, kann man das jederzeit wieder einsetzen. Dann kriegst du das wieder sehr vorteilhaft in Dungeons. Das mache ich noch nebenbei, weil ich hier auf dem Vulkan, wo ich bin, das ist ja recht riesig hier, absolut sicher bin. Hier oben ist nie irgendein Spawn. Zumindest so weit, wie ich hier immer bin oder war, bevor wir hier irgendwas gebaut haben. Natürlich, wenn man jetzt das nachmachen möchte, Leute, dann bitte achtet darauf, dass ihr das irgendwo in einer Ecke macht, wo wenig Eisen oder so gespawnt wird. Denn in einem bestimmten Radius wird nichts mehr neu spawnen an Eisen und so weiter. Deswegen haben wir hier an dem Felsen hier an der Seite das gemacht, weil da nicht ganz so viel war. Haben das einfach hingesetzt und gut war. War es dann so. Jetzt gucken wir mal her, Mann. Wie viel kannst du eigentlich noch schleppen? Oh, noch 100. Dann können wir auch schon wieder weg, Hermann. Der Hermine. Und dann lassen wir Roger hier. Rüdiger. Verzeihung, Rüdiger. Ich vergesse immer deinen Namen hier. Also, ich meine den Ankylium. Ich rede mit dem Ankylium. Der ist auf neutral gestellt und hat immer genug Futter dabei, damit er uns auf jeden Fall hier nicht wegsterben kann. Auch wenn ich nicht weiß, wenn der kein Essen mehr hat, wie lange es dauert, bis er eventuell sterben würde. Ich glaube, das dauert schon einige Zeit. Ja, ich bin Level 90 übrigens. Yeah! Und es ist Nacht. Tag 514. Ja, das ist sozusagen das, was ich jetzt erstmal momentan mache. Ich werde das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit machen, das ist ja langweilig. Ich werde nämlich gleich dafür sorgen, dass wir noch eine zweite, so eine Industrieschmelze kriegen. Dafür ist das erstmal das Eisen, der Rest ist für Kugeln. Wir brauchen das halt ja auch ganz dringend für die Waffen. Die Kugeln, damit wir die Höhle als nächstes angehen können. Wir haben nämlich noch drei vor uns. Eine haben wir uns schon genauer angeguckt, haben auch schon versucht, aber das war ein Fehlschlag. Deswegen zeige ich das lieber nicht, weil es war nicht so wirklich spektakulär. Es war einfach nur... Ja, ich schweige lieber drüber. So. Haben wir Blutpacks schon 24 Blutpacks, um die dauern... Oh, fast zwei Stunden, bis eins schlecht wird. Also bis jetzt das, was das Älteste ist, das ja jetzt. Oh, dann kann ich das Ding gleich wieder ausmachen. Denn alleine das Laufen lassen ist ein bisschen blöd. Denn wenn wir nicht hier sind und das alles dann fertig ist in kurzer Zeit, weil das geht ja wirklich recht schnell, läuft das dieses Gas hier komplett alleine durch. Und wenn kein Gas mehr ist, dann stellt er sich erst ab. Das ist leider so. Schade, dass der das nicht von alleine erkennt, wenn er nichts zu machen hat, dass er sich nicht selber abstellt oder so. Aber funktioniert leider nicht. Na gut, ich denke, ich werde jetzt mal ausmachen und wieder zurückfliegen. Dann habe ich ja genug zum Abladen und dann mache ich... Weil wir brauchen noch so eine für schnellere Kohleproduktion und sowas alles. Das hatten wir zumindest vor. Mal sehen, was es gleich draus wird. So, hallo zusammen. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich hier mehr oder weniger Bier mache.
Und zwar habe ich hier einmal die blauen Beeren. Es ist meines Wissens nach aber egal, welche Beeren, aber ich nehme immer die gleichen, damit ich, wenn ich welche da wieder zupacke, dass die sich stapeln und nicht hier unnötig viele Stapel drin sind. Hier haben wir schon wieder zwei Bier fertig, das ist doch klasse. Dann braucht man die leeren Wasserflaschen, die Water Jar. Ja, ich habe das zuerst gedacht, das ist irgendwie fehlerhaft, wieso funktioniert das nicht? Ich hatte da blöderweise Wasser drin. Ich musste die erst wieder hier, kann man dann hier einfüllen ins Fass, dann wird das hier auch Wasser, braucht ja, kann 1000 Wasser fassen, braucht auch 1000 Wasser, man kann sie auch, also plus Thatch noch dazu, dann geht das nach einer Zeit, dass das fertig wird. Man kann so Wasserleitungen hier dran setzen. Da oben. Aber unsere sind falsch gewinkelt, dass man das nicht kann. Wir haben das nicht hinbekommen. Die Länge und sowas, alles, der Winkel passt nicht. Also haben wir es einfach so gemacht, dass da oben so ein Teil ist, wo man einfach abschöpfen kann und da reinschmeißen kann. Ich werde mal das Bier zum anderen schmeißen. Vier Stück haben wir schon fertig. Als wir eben endlich herausgefunden haben, woran es liegt. Ja, hier laufen die Esse und die beiden Kochstellen, weil wir Kohle brauchen für Gunpowder. Wir wollen ja unbedingt genug Munition für die nächste Höhle haben. Wir sind nämlich gerade wahnsinnig in Vorbereitungsstress, könnte man fast behaupten. So. Den nehmen wir nochmal mit. Und zwar brauchen wir auch natürlich Heilsachen. Das heißt, wie ich ja eben auf dem Vulkan nebenbei Blutpacks gemacht habe, mache ich mit dem X-Heiler hier zusammen. Der hat da hier seinen Kochpot, seinen Industriekocher hingebaut bekommen. Der braucht nämlich auch Wasser. Deswegen haben wir den hier drauf dran gestellt hier draußen, weil der auch so groß ist und total heiß ist. Nicht, dass das Haus abfackelt. Haha, guter Witz. Ja, den können wir aber leider schon wieder ausmachen. Der hat keine Beeren mehr. Der braucht nämlich 20 dieser roten Beeren, diese Tintobeeren und zwei Narkotik für ein so eine Flasche. Und natürlich wird er mit Gas betrieben, beziehungsweise Benzin. Das werde ich eben auch mal wegbringen. Dann werden wir uns nämlich auf den Weg machen. Ich hoffe, ich treffe dort den Xer dann rechtzeitig an. Wir wollen nämlich jetzt dafür sorgen, die Kohleproduktion wollen wir so hoch drastisch schrauben. Da brauchen wir natürlich drumherum Holz, weil aus Holz macht man Kohle, ist ja irgendwie logisch. Wenn wir das eben mal hier reinschmeißen, ich hoffe, hier ist noch genug Platz. Wow, hier hat er ordentlich, na, zugelegt schon hier. 1, 2, 3, 4, 5, 600 ungefähr an den Heiltränken. Blutpacks haben wir nur 125 erst. Ich habe die 25 heute erst fertig gemacht. Hui, weil wenn ich zu viele hintereinander mache, sterbe ich. So schnell kann ich mich nicht hochheilen. So, ich werde jetzt mir den Flugvogel besorgen. Und wir werden dann mal dort auch, wo die Brücke von uns hin zeigt, werde ich einmal hinfliegen. Och, Quetzalei, schnell einsammeln. Ist auch immer mal wieder gut nützlich. Argentavis-Ei, oh mein Gott, was ist denn hier los? Eben war ich extra Eier suchen, also gucken, ob ich irgendwo welche kriege, aber nichts war zu holen. Ja, fliegen wir mal zu meinem Turm. Er wollte da irgendwo in der Nähe das haben. Da ist ein Yeti, großer, auf zwei Beinen laufender Affe. Wow. Ja, das ist das von den Feuern, die er mir erzählt hat. Er hat hier nämlich zur Kohleproduktion schon links und rechts hier und dahinter, als wenn man den Turm abfackeln will oder so. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Feuer. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich glaube, auch hier oben wollte er das haben. Jo, dann werde ich mal gucken. Ich brauche eine gute gerade Fläche. Ist tatsächlich hier gerade, ne? Dann müsste ich eigentlich keine Ceilings bauen, sondern könnte wirklich nur Foundations setzen. Dann müssen wir aber mal gucken. Die Stacheln gehen gerade. Dann sollten wir das auch versuchen, so gerade wie möglich zu setzen. Ist nicht gerade.
Er wollte nämlich schön ordentlich hier haben. Da muss man sich natürlich auch Mühe geben. Ja, viel, viel besser. So, ich werde das jetzt eben mal fertig bauen und euch gleich zeigen, wie es aussieht. So, ich habe jetzt schnell mal neues Material geholt. So, jetzt können wir auch den Industrieschmelze hier reinschmeißen. Ich habe ja aber dooferweise schon wieder etwas vergessen. Ich hoffe doch, das passt. Hinten super. Seite. Ja. Ja, ist gut. Nochmal mache ich nicht. Der kostet nämlich 2500 Eisen. Um das vom Vulkan immer zu holen ist. Ja, super. Ich habe das Gas vergessen. Also nochmal zurück. Yay! So, und wir haben ja jetzt das oben fertig gebaut. Jetzt gehen wir hier runter mal. Wir wollen das ja auch mal zeigen, wie es im Betrieb läuft. Und zwar haben wir ja unser Biber hier. Der X-Hider ist gerade dabei mit dem einen Biber. Mit zwei Schlägen macht er einen Baum kaputt. Das ist ja krass. Und wie, alter Schwede, ist der schnell. Okay, ich glaube, ich nehme ihm mal was ab aus dem Biber. Dann kann er nämlich noch ein bisschen mehr sammeln, wenn er stehen bleibt. Nein, er bleibt natürlich nicht stehen. Typisch er. Da ist er. Ja. Hör doch mal auf! Der ärgert mich! Das macht er mit Absicht. Der hört mich, aber der macht das trotzdem mit Absicht. Das ist... Kann es sein? Nee, schon gut. Jetzt bin ich zu schwer. Verdammt. Jetzt hat er nur angezeigt, dass es 10 pro Ganzes wiegt. Ja, schon gut. Jetzt passt's. Jetzt kann er nochmal Bäume hier holen. Ist ja Wahnsinn, wie viel. Ich habe jetzt 300 hier. Und der Biber, wenn der jetzt noch mehr tragen kann später, wenn er ja, dadurch levelt er ja auch, weil wir ihn ja nutzen. Wie viel Level hat er denn? 37? Krass. Wieder die Bäume. Der bleibt gar nicht wirklich stehen, um die Bäume umzufallen. Der rennt einfach so, zack, 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 hole ich mir, alles klar. Ich laufe hier mit Gewehr rum, weil ich weiß, dass hier überall auch Dilos und so weiter sein können, damit ich mich verteidigen kann und weil es Licht hat, wenn ich es anmache. Aber es ist ziemlich nicht so effizient, wie ich es gern hätte. Dafür, dass es eine hochmoderne Lampe sein soll. Ja. Jo. Die ganzen Beeren und so weiter. Der sammelt also auch Pflanzen und so weiter ein. Thatch auch, aber hauptsächlich ist er für Holz da. Man kann ihn auch Dämme bauen lassen. Das wollten wir auch noch ausprobieren. Ob es jetzt noch gleich zu sehen ist, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Wir werden jetzt oben das mal ausprobieren. Wie das funktioniert mit dem ganzen Zeugs. Ich glaube, ich werde ihm mal helfen. Ups. Das ist Schrott. Gut. Schmeißen wir rein. Dann stellen wir das auch direkt mal an. Oh Mann, das sind ja wirklich einiges hier. 2000 sind das. 1, 2, 3, 4 mal 5. Jupp, 2000. So, und das soll jetzt Kohle sein. Zack. 2, 3, 4. Also es geht wirklich, wirklich schnell. Im Gegensatz zu diesen Feuern, die wir hier haben. Ist das ja echt ein Witz. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das auch irgendwie noch transportiert kriegen, ne? Brauchen wir auch noch hier ein Quetzal oder irgendwas, was das transportieren kann. Denn es ist aber auch nicht weit. Da irgendwo ist die Brücke, wo ich mit dem Gewehr hinzeige. Das heißt, man muss wirklich nur hier die Schräge hoch und dann hat man das alles hier schon. Oh, klasse, es regnet. Mal gleich die Flasche auffüllen wieder. So, dann gucken wir mal, ob wir das mit dem Biber auch gleich noch hinbekommen. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke mal schon. Bis gleich.